Ja, hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie. Ich will heute mal ein bisschen Brandungsangeln und zwar in Weißenhaus auf dem Steg. Ja, ich war da vor 2 Tagen nochmal, habe 10 schöne Wutt gefangen. Am helllichten Tage und ihr sollt sehen, das funktioniert. Ja, hier bin ich im Angelladen meines Vertrauens, Kurzfreizeit in Heiligenhafen. Das ist der Freund, die Lisa. Ja, die Lisa, die hat uns auch schon schöne Würmer hier bereitet, wie man sieht. Ja, Fleischnudeln par excellence. Ja, natürlich. Ja, Kott ist sehr gut sortiert. Das sieht man hier an den ganzen Haken, die ja so hängen von verschiedenen Firmen. Da suchen wir uns jetzt die passenden aus. Die nicht so weit gebogen sind, also nicht so eine starke Biegung haben. Also der Radius, der sollte schon klein sein. Und dann sollten die auch verschränkt sein. Aber das Verschränken ist nicht so wichtig. Das kann man auch selber mit der Zange machen. So, hier haben wir schon mal solche Muster. Die sind gut. Die sind auch gut. Die sind sogar schon verschränkt. Ich würde sagen, die nehmen wir hier. Ja, dann halt jetzt zahlen, freundlich sein. Und dann geht's los. So. Dankeschön. Ja, jetzt sind wir hier auf der Seebrücke in Weißenhaus und werden uns da vorne mal am Brückenkopf einnisten. Ja, Trüffelhund ist auch wieder dabei. Der liegt jetzt eingepackt in der Decke und guckt ins Wasser. So, die Wattwürmer sind jetzt beködert. Dann wird er gleich rausgeschmissen und eine Rute liegt schon. Ja, nun heißt es warten. Vielleicht beißt was, vielleicht auch nicht. So, das ist hier also Weißenhaus, der Weißenhauser Strand. Das ist schön menschenleer um diese Jahreszeit. Kein Mensch am Strand. Da hinten ist Puttlos, die Schießanlage. Und da vorne, da stehen dann meine Routen. Wir haben ungefähr minus 4 Grad heute. Minus 4 Grad. Ja, da liegt der erste Strohbutt. Hier vom Steg, Weißenhaus. Der ist schon was. Den kann man schon mitnehmen. Da ist pfeift gerade schön kalter Wind hier. Da habe ich den Hund mal da in seinen provisorischen Korb getan. Ja, da fühlt er sich aber ganz wohl. Ja, da zuppelt wieder einer. Ah, hier zuppelt was. Mal gucken. Besonders hier interessant hier auf dem Steg sind diese Fahnenmasten. Wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man da so Abdrücke drauf. Ja, da auch. Das sind alles von den Bleien, von den Brandungsanglern, die können nicht richtig zielen. Dann schmettern die da ihre Bleie dran. Ja, und das gibt dann diese Marken dann auf diesen Fahnenmasten. Das ist ganz schön bannig kalt, vor allen Dingen, weil der Wind jetzt zunimmt und ein Schneetreiben einsetzt. Aber wir sind ja hart im Nehmen, wir Angler. Also ganz weit rausschmeißen brauchen wir hier nicht. Ich habe hier 120 Gramm Bleie dran. Ich komme damit so 80, 90 Meter weit. Und da ist auch genau die Abbruchkante. Also weiterschmeißen gibt keinen Fisch, da überschmeißt man ihn. Man muss da vorne noch so auf die Sandbank bleiben, da wo es abfällt, nach hinten zum Meer hin abfällt. Da huckt der Butt. Ja, so ruckelt die Rute, wenn man einen Biss hat. Ja, dann wollen wir gucken, was dran ist. Ja, das ist eine Klische, eine Limander. Das ist erkennbar, weil da kann man durchgucken. Ja, oh, schönes Tier. Ja, nehmen wir gerne mit. Ja, das ist ein schönes Tier. Guck mal. Eine schöne Pfannenklische. Hier geht es jetzt auch weiter. Hier hängt auch was dran. Wie man sieht. Ja. Da brauche ich keine Angst zu haben, der Fisch hängt.
Ja, ist auch eine Limander. Ja, ihm geht's gut hier in seinem Sack. Wolfloch, ja. So Leute, das war's jetzt hier vom Steg in Weißenhaus. Das Wutangeln am helllichten Tage. Das kann man auch jetzt so im Winter gut machen. Also, probiert selber mal aus und lasst doch mal die Perlen draußen. Also, braucht keine Perlen an der Haken zu machen, das ist fängiger. Petri Hall wünsche ich euch noch und tschüss, bis zum nächsten Mal.